Hallo zusammen, ich habe hier unsere 100 Amperestunden Lithium-Batterie. Diese Batterien sind an sich verklebt. Aber mit dem entsprechenden Werkzeug kann man diese Deckel aufmachen. Und wir sehen hier, die Durchgänge sind unten verschraubt und mit 4 Kabel a 8 Quadrat, also mit 32 Quadrat gesamthaft, fahren wir aufs BMS. Wenn wir diese Tabelle vornehmen, da verlinke ich euch unten die ganze Tabelle, mit 35 Quadrat kann ich verlegt und bis 50 Grad innen mit 74 Ampere fahren. Das heißt, ist wirklich am Limit ausgelegt, aber ich habe Batterien gesehen, die hatten schon wesentlich dünnere Kabel drin. Ja, jetzt heißt es, ich soll nicht so rabiat sein mit den Batterien. Ist ja meine, dann spielt es nicht so eine richtige Rolle. Das heißt, Deckel weg, Kasten weg. Und wir sehen jetzt hier wieder den Batteriekasten. Das Teil liegt eigentlich dann so oben drauf. Und wir drehen das hier. Und wir sehen, wir haben oben ein Block, zwei Block, drei Block, vier Block. Also 4 Zellenblöcke, 17 Zellen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hinten. Also 8 und 9 sind 17 Zellen und jede Zelle hat 6000 mA oder 6 Ampere Stunden mal 17 sind wir dann auf etwa 102 Ampere Stunden für die ganze Batterie. Wenn wir jetzt uns hier die Batterie anschauen, wir haben hier die Temperatursonde, die fließt hier runter und geht hier in die Zellen rein und ist an einer Zelle angeklebt mit einem Thermokleber. Und wir messen dann halt hier innen drin eine Zelle, wobei, ich sag mal, alle Zellen sind ja dann gleich. Weiter haben wir hier das Bluetooth-Modul, das ist hier aufgelötet, man könnte es theoretisch ersetzen. Auch das BMS, was hier drauf ist, könnte man ja theoretisch ersetzen. Nur sind wir mal ehrlich, ob ich hier dann irgendwas ersetzt drauf, ist fragwürdig. Also ich könnte die Kabel hier ablöten, dementsprechend Lötinstrument. Ja, das ist in Kürze diese Zelle. Hier haben wir einen Programmierungsanschluss. Hier den Ausgang für die Regelung der BMS. Also es wird nur balanciert. Hauptsächliche Ladung erfolgt auch hier über diese 8 Quadrat Silikonkabel auf die einzelnen Zellen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Batterie, fragt mich. Fragt mich, was ich mit der Batterie anstellen soll, mit anderen Batterien. Ich habe hier das Datenblatt der Batterie. Das verlinke ich euch natürlich unten drin. Soll ich die laden, entladen und so weiter? Ich mache ein paar Tests, da kommen sicher die Anfragen. Ich habe andere Batterien getestet. Was wollt ihr wissen? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde die Kommentare, wenn möglich, beantworten, eventuell auch ein Video machen drüber. Die Batterie hat einen Preis von 896 Franken. Bis Ende Februar 2021 verbauen wir euch diese Batterie, also nicht diese hier, sondern die gleichwertige, in eurem Fahrzeug. Wenn ihr mit dem Fahrzeug hier vorbeikommt, wechseln wir die Blei
AGM-Shell-Batterie gegen eine solche Lithium-Batterie. Ohne Aufpreis fürs Wechseln, also für 900 Franken, kriegt ihr eine Lithium-Batterie, sowas wie ich euch hier vorstelle. Andere Batterien, die wir natürlich auch am Lager haben, gilt dasselbe. Wir bauen die euch kostengünstig ein, oder es kommen in der Regel keine Kosten dazu, weil man kann die Bleibatterie, die drin ist, in einem Wohnmobil oder Boot, rausnehmen, Pole wechseln oder Pole. Nicht die Rundpole, die an normalen Batterien dran sind, die klemmen, weglassen und dann direkt hier auf diese M8-Schrauben draufschrauben, ist eigentlich keine Hexerei. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt alle gesund.